Shalvea kocht. Heute Rahmpute à la Oma Lilirut. Das ist ein Rezept meiner Oma. Man nimmt Joghurt und Sahne, dann nimmt man die Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Tomatenmark kommt damit rein, Champignons, natürlich Putenfleisch, sonst wäre es keine Pute, oder auch Hähnchenbrustfilet. Und um das Ganze anzudicken, dann Speisestärke. Wer wie ich nicht das keine Fertigpackung essen kann, macht das so. Also die Sahne und der Joghurt werden gemischt, dann kommen die Champignons oben drüber, Tomatenmark mit rein, ein guter Schuss Muskatnuss, gerne auch gerieben, dann Pfeffer dazu und Salz und ein bisschen Fleischbrühe. Dann wird das Ganze gerührt, also es ist körnige Brühe. Meine Oma macht das mit fertigen Rahmsoßepackungen, ich kann das ja nicht essen, also muss ich mit Speisestärke arbeiten, um das anzudicken. Wenn man das mit Fertigpackung macht, dann kann man sich natürlich die anderen Gewürze sparen. Dann kommt also die Masse über die Pute in einer Auflaufform. Die kommt bei Umluft 180 Grad in den Backofen für ungefähr 60 bis 70 Minuten. Das kommt auf die Höhe und die Menge an. In der Zeit mache ich die Kartoffelknödel. Ich nehme fertigen Teig, der war aber eingefroren, also muss ich das mit Kartoffelmehl noch ein bisschen andicken. Die Knödel forme ich in der Hand wie so ein Knetball. Habt ihr alle schon gemacht. Das waren jetzt hier 7 Stück. Das gekochte Wasser salzen. Großer Topf. Die müssen alle frei schwimmen können. Aufkochen, ziehen lassen, bis sie alle hochkommen. In der Zwischenzeit ist auch hier das Essen fertig. Also ein Knödelchen oder zwei. Die Pute dazu und ein grüner Salat. Das muss. So ist ein Sonntagsessen bei meiner Oma und ich lebe es heute noch. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Erfolg beim Nachmachen.